Servus Leute, herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Ich habe schon wieder ein neues Format am Laufen. Und lustigerweise hat es wieder was mit GTA 5 zu tun. Nur dieses Mal irgendwie indirekt. Und zwar, ja, ich weiß, das machen ja auch ein paar, also auch andere YouTuber, aber egal, ich bin jetzt auch am Start mit dem GTA 5 Geogesser. Also ich weiß, im Deutschen machen das die Jungs von Beatsme zum Beispiel. Ja. Immer so nebenbei. Aber das Ding ist, ich kenne mich ja schon, also relativ, müsste mich ja ich relativ gut mit der Karte auskennen. Und das wird damit auch auf die Probe gestellt. Ich habe ja letztens ein GTA 5 Quiz gemacht. Ich meine, so teste dich, ne? Und mit einfach mit 10 von 10. Ne? Aber wie gut kenne ich die Welt? Natürlich, wir haben hier zwei Dinge. Wir nehmen, also wir können uns entscheiden zwischen City, County oder alles. Und ich denke, wir machen es wirklich schwierig und nehmen alles. Na, erstmal alles einstellen. Aber komm, natürlich für den Anfang machen wir, ja, natürlich trotzdem easy, ne? Für den Anfang. So. Gucken wir es erstmal um. Ja. Also ich sehe dahinter ist das Accords Center. Das ist dort auf der Karte. Da das von der Richtung her und alles drum und dran, würde ich sagen, es ist diese Straße. So. Es kommt aber drauf, ist nochmal drauf an. Kein weiter. Okay, ja, gut, dahinter ist die Tankstelle. Es ist diese Straße. So. Das Gebäude ist das letzte. Wir stehen dort. Bin ich mir ganz sicher. 23 Meter. 23 Meter. Alter, Leute. Leute. Nächste Runde. Brücke. Brücke, eher gesagt. Ich weiß, wo die Brücke ist. Wir müssen schon wieder runter in die Stadt. Ich habe alles eingegeben, aber trotzdem kommt nur Stadt. Hier ist die Brücke. Warte. Oh. Nein. Nein. Leute, das ist mir gerade jetzt erst aufgefallen. Sorry. Wirklich ein riesiges Sorry an alle von euch. An alle. Da ist eine Map. Da unten. Aber durch meine Dancam war diese verdeckt. Wirklich, Leute, es tut mir echt leid. Ich hab das voll vergessen. So, also. Wir sind hier. Na, hab's schon natürlich direkt. Die Autobahnbrücke. Hä, Leute, wir befinden uns hier. Hier? Also das steht schon mal fest. Wir befinden uns hier. Das muss ich nur noch mal genau, ganz genau gucken. Also das hier sind die zwei Hauptautobahnen, so, wenn man es mal so sagen möchte. Also das... Ja, wir befinden uns ungefähr... Warte, muss kurz. So, hier. Nein, okay. Ich war nah dran, aber nicht so nah dran. Oh Mann, Leute. Ich war 59 Meter davon entfernt. Der Tennisplatz.
Ich bin am Tennisplatz. Das ist hier. Ich würde sagen, geschätzt hier. Gessen. 15 Meter. Ah, nicht schlecht. Nicht schlecht. Wow. Okay. Vielen Dank. Ich meine, also mal. Vielen Dank, dass es mal was Schwierigeres sein darf. Aber hallo. Das ist tatsächlich. Ich muss mich mal kurz umschauen. Ist das das Kraftwerk? Ja, warte, das ist das Kraftwerk. Ach so, das habe ich. Also ich glaube zumindest, dass. Ja, da hinten sind die Windkraftanlagen. Das ist das Kraftwerk, Leute. So, und dann war ich ja hier. Hier bin ich ja auch. Ja, okay, jetzt sehe ich es. Ja, da hinten sind die Windräder. Ja. Da steht ein Gebäude. Müssten wir uns hier befinden? 7 Meter. Ey, Leute. Nice. 7 Meter. Jetzt befinden wir uns wieder in der Stadt. An derselben Straße wie vorhin. Okay. Komm, ich möchte es relativ genau gehen. Hier ist die Autobahnbrücke. Die ist hier. Ich gesse jetzt 5 Meter. 5 Meter. So, jetzt kann ich meine Dancam wieder an ihrer Stelle hinmachen. So, ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Wenn, schreibt in die Kommentare, ob ich weitere Videos dieses Formates hier machen soll. Also ob ich daraus wirklich eine Reihe machen soll oder keine weitere. Ne? Wie gesagt, ist euch überlassen, weil, ja, also ich würde es machen. Ich weiß, also ich würde dann natürlich auch vorproduzieren. Es ist halt auch für mich natürlich wichtig, neue Formate zu starten, weil ich höre ja mit dem Gaming auf diesem Kanal hier auf. Weil ich habe ja meinen neuen Kanal, den Gaming-Kanal, und dort mache ich ja das Gaming. Zwar Online-Gaming. Also klar, ich könnte natürlich theoretisch immer noch hier PS4-Videos und so aufnehmen, aber nee, die Auswahl ist einfach dafür zu gering. Zu gering. Ich meine, hallo, ich habe da nur eben eine Auswahl nur zwischen wirklich gegen. Nee. Ich zocke halt die Spiele auch teilweise dann eher privat und wenn ich halt ein Spiel bekomme, nehme ich es nicht direkt auf, sondern ich spiele es durch. Wenn ich ein neues Spiel bekomme, spiele ich es direkt einfach durch. Egal. Trotzdem für diesen Kanal, dass er halt auch weiterhin existieren kann und so, mache ich neue Formate. Logisch. Ich meine, klar, wie gesagt, natürlich kommen immer noch Gaming-Sachen, aber anders. Während ich halt hier zum Beispiel was wie der GTA 5 Taxifahrer mache oder auch meine Roblox-Server vorstelle oder sowas in der Art halt, ne, mache ich auf dem Gaming-Kanal wirklich eher das richtig klassische Gaming. Dazu gehört dann auch Roblox, was ja auch dann Gaming ist. Weil
Egal, das gehört alles, das will, egal, egal. Also auf jeden Fall, ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal.